Hi, ich bin Markus von Bike Components, arbeite im Service. Heute vergleiche ich die Felgenbremse zur Scheibenbremse. Los geht's! Also, ich bin jetzt die beiden Räder gefahren heute. Zuerst mit meinem angestammten Rad mit Felgenbremsen. Danach durfte ich wechseln auf das neue Rad mit Scheibenbremsen. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht und begeistert. Also was auf jeden Fall auffällt, die Bremskraft ist natürlich wesentlich höher. Ich kann ohne Probleme mit einem Finger bremsen, was mit der mechanischen schwierig ist. Also muss ich auf jeden Fall in der Regel zwei Finger, drei Finger nehmen. Der Druckpunkt ist natürlich ein ganz anderer, die Kraft ist direkt da, ist aber trotzdem gut dosierbar. Man braucht auf jeden Fall nicht so viele Gedanken vorher verschwenden, wie fahre ich jetzt in die Kurve rein, weil man kann jederzeit die Geschwindigkeit in einem kurzen Zeitpunkt regulieren, sprich also runterbremsen, wo es halt mit der Felgenbremse, bei der Felgenbremse muss man schon wissen, okay, wie schnell kann ich auch durch die Kurve fahren. Das kann man mit der Scheibenbremse im Nachhinein ein bisschen besser ausbügeln. Ja, also es macht das Fahren auf jeden Fall, würde ich sagen, sicherer. Ja, der Hebel ist ein bisschen voluminöser, aber nicht so, dass ich jetzt sage, man muss sich jetzt groß umgewöhnen. Reifen sind natürlich wichtig, weil man braucht den Grip auch zur Straße. Weil es war jetzt ja auch zum Schluss nochmal, der Untergrund war ein bisschen feucht, also hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie mich in Gefahr begebe, dass jetzt das Rad weggeht, dass ich jetzt vorne übergehe oder dass das Hinterrad jetzt weggeht. Also den Punkt hatte ich nicht. Von der Optik her, klar, alles was neu ist, ist irgendwo ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber was ich meine, wenn man von oben aufs Rad guckt, das Rad wirkt sehr filigran, also die Gabel wirkt schön schlank. Also mein nächstes Rad hat auf jeden Fall Scheibenbremsen, das ist klar. Das ist auf jeden Fall klar.